Und zurück, wir machen weiter mit Let's Play Tomb Raider Fading Light 2 in Texas. Auch wenn es hier nicht so aussieht, ich würde eher sagen, die Texas Undergrounds. Und werden hier gleich von Spießen verfolgt werden. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also Lara, renn um dein Leben. Oh no, nicht gut. Shit. Uah! Wenn die halt auch so rumgeeiert immer. Nein! Ich glaube, wir haben das nicht geschafft, oder? Oder hätte man... doch, wir haben es... Weiß nicht. Aber man hätte da durchgekommen, durch die... Durch diese, das war mir jetzt irgendwie gerade zu viel. Okay, nochmal. Man hätte vielleicht auch durch das Holz durchgekonnt. Ah, ja, jetzt steht sie wieder richtig. Und jetzt läuft sie wieder so beschissen. Oh, da möchte ich eigentlich rein. Da ist bestimmt ein Secret dahinter. Weil es geht theoretisch bestimmt auch, wenn man hier reingeht. Ah, die Spieße sind schon da. Passiert ja gar nichts. Ja, geht. Ist doch entspannt. Würde ich natürlich doch gern wissen, was jetzt... Naja gut, das wäre jetzt witzlos gewesen, da schnell durchzukommen, weil da wäre man eh hingekommen. Okay. Dann nehmen wir mal dieses Kreuz hier mit. Ach, das muss da wahrscheinlich dann eingesetzt werden. Aha. Verstehe. Das heißt, wir haben hier unten das wahrscheinlich jetzt geschafft, was wir schaffen mussten. Und ja, ich habe jetzt übrigens die Hintergrundgeräusche auch nochmal etwas runtergeregelt. Ich habe mir das jetzt nochmal angehört. Das war wirklich ein bisschen laut. Es ist immer schwierig, das irgendwie einzuschätzen. Weil jedes Spiel ist da irgendwie anders von den Hintergrundgeräuschen. Mal lauter, mal leiser. Und die sind auch an sich immer unterschiedlich laut und leise. Und da immer so den richtigen Mittelweg zu finden, ist gar nicht so einfach. Aber ich gebe mein Bestes, dass ihr mich verstehen könnt. Das ist ein Block. Das hat man diesmal gesehen. Dann ziehen wir den mal schön raus. Und können uns dann eigentlich sozusagen auf den Rückweg machen. Und dann dort dieses Kreuz einsetzen. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Oh, das Wassergeräusch war geil. Das hat sich echt cool angehört. Also voll realistisch irgendwie. Hört ihr das? Das klingt total geil. Richtig gut. Hier hinter den Spießen ist nichts. Das heißt, wir können jetzt ganz entspannt hier wieder hochklettern und gehen zum Einsatzort, wo wir unser Kreuz einsetzen können. So, wo müssen wir da hingehen? Das ist jetzt die Frage. Achso, wir müssen jetzt wieder hier hoch. Wie ich mich das letzte Mal beschwert habe, ach, der Block, der bringt ja mal voll gar nichts, aber der ist einfach nur wichtig, um wieder zurückzukommen. Und Handstand kann Lara natürlich in diesem Spiel auch. Ist ja klar. Und sie hat eine ziemlich coole Gürtelschnalle. Passend zu ihrem Texas-Outfit. So, und jetzt sind wir wieder hier oben und genau an dieser Tür sollten wir unser Kreuz einsetzen. Und jetzt wird es bestimmt wieder gruselig. Sollte auf jeden Fall die Waffen ziehen, falls wieder Spinnen kommen. Oh. Das hat mich jetzt diesmal nicht erschreckt. Aber, ja, lag wahrscheinlich daran, weil ich die Musik ein bisschen leiser gedreht habe. Und dadurch dann der Schockmoment auch nicht ganz so krass ist. Auf jeden Fall haben wir das überlebt, das ist gut. Und ja, machen uns dann mal hier hoch. Jetzt kommen wir wieder so in den bewohnbareren Teil aus den ganzen Katakomben raus. Und da kommen wir wieder raus. Ach, ist das schön. Wir kommen wieder in unsere schöne, helle Texas-Welt. Unter freiem Himmel. Da können wir noch einmal kurz durchatmen, weil danach wird es bestimmt schnell auch wieder gruselig. Nee, das ist eine neue Stelle. Aber das ist so von der Machart derselbe Ort.
sehr beruhigend auf jeden Fall. Finde ich richtig schön. Ich liebe Wüstenlevel. Und das hat ja was davon. Also zwar nicht so 100% Wüste, aber es hat so dieses Feeling halt irgendwie, ne? Dieses trockene Texas-Style mit Kakteen und Sand, blauem Himmel. Das mag ich immer total gerne. Das ist immer schön hell, man braucht keine Fackeln. Wunderbar. Und es erinnert mich so ein bisschen, muss ich jetzt echt mal gerade sagen, an diese Coyote Creek Level, die T-Tag gemacht hat. Auch die auch diese Himalayan Mysteries gemacht hat, was ich auf jeden Fall auch noch spielen will. Das habe ich schon, glaube ich, seit 2 Jahren oder 3 vor. Noch nicht dazu gekommen. Aber das kommt wirklich auch bald. Und dieses Coyote Creek ist auch ziemlich cool, weil das so im Western spielt. 2 Level gibt's, also es gibt 2 Spiele, Coyote Creek 1 und 2. Und das hat auch so ein bisschen dieses Flair hier. Mal gucken, wann wir dazu kommen. Das ist dann auch nicht ganz blind, das Coyote Creek und das Himalayan Mysteries auch nicht, weil ich die beide schon privat gespielt habe. Fading Light ist für mich ja komplett neu, also diese beiden Teile habe ich noch nie vorher gesehen und gespielt. Das heißt, danach kommen da wieder erstmal Spiele, die ich so ansatzweise auf jeden Fall kenne. Ich habe da mit Sicherheit mehr als die Hälfte wieder vergessen, aber es ist dann nicht so ganz blind. Ist das jetzt hier ein Block oder? Ja, können wir verschieben. Oh. Ist bestimmt so ein Idol, was wir rausbrechen können. Ah, das ist ein Schalter. Okay. Da muss ein Schlüssel rein. Was haben wir hier? The angels come down to earth. And during the scales of Eustis remains steady with the cross high in the sky. What? Die Engel kommen runter zur Erde. Pff. Weiß ich nicht, ob er das wissen muss. Wenn wir nicht weiterkommen, übersetze ich das mal. Ach so, das kann man nicht aufheben, sondern das muss man sich dann wohl so durchlesen. Okay, wenn wir das nochmal brauchen, dann gucken wir uns das nochmal an. Da muss der Schlüssel rein. Also ich schäme mich ja wirklich für mein schlechtes Englisch. Ich müsste echt mal so einen Kurs wieder belegen. Ich brauch's halt einfach nicht. Oh Gott. Ihr könnt es ja anhalten, wenn ihr das lesen wollt. Wir können das ja generell immer so machen, wenn so Texte kommen, lasse ich die kurz da, dass ihr euch das Video anhalten könnt und es durchlesen könnt. Und ich mache das einfach weg. Weil ich verstehe davon eh nur die Hälfte. Und ja, viel weiter bringen wird uns das wahrscheinlich dann auch nicht. Englisch war halt echt mit Abstand neben Französisch das schlechteste Fach in meiner Schule. Ich kann es einfach nicht. Aber man kann ja nicht alles können. So, ich schätze jetzt mal, dass wir diesen Block irgendwie in die Mitte schieben müssen. Wahrscheinlich müssen wir diesen Engel auch wieder hochschieben irgendwann. Weil das stand ja da, den Engel in the sky ist so on earth und dann wieder in the sky, dass wir den irgendwann wieder rückgängig machen müssen oder so. Scheint dann so eine Art Schalterrätsel vielleicht zu sein. Das heißt, was wir auf Englisch nicht verstehen, das müssen wir uns irgendwie mit Sinn und Verstand, mit Logik irgendwie herleiten. Aber der Block geht schon mal nicht dahin schieben, weil man kann den nur. Entschuldigung. Ugh. Sorry. Man kann den wirklich nur von diesen beiden Seiten ziehen. Wir machen jetzt den Engel mal rückwärts. Wieder in the sky. Und das ändert aber nichts, ne? Ja gut, das müsste man jetzt halt wirklich wissen, was da steht. Es sei denn, es hat sich draußen in der Zwischenzeit diese Tür geöffnet. Ah ne, die ist ganz zu. Oder haben wir den Schlüssel noch? Ah, ich habe gerade was gesehen.
Ne, den Schlüssel haben wir nicht mehr. Aber ich habe gesehen, dass da oben noch so ein Engel ist. Das heißt, da können wir den auch noch mal ziehen. Vielleicht ist das auch der Engel in the Sky und der andere ist on Earth. Vielleicht sollte es uns nur sagen, hier, es gibt zwei von den Engeln. Einer hängt oben, einer unten. Ich weiß es nicht. Ziehen wir den einfach mal. An den Luken hat sich jetzt nichts getan. Dann ziehen wir den nochmal. Ach, die Dinger kann man wahrscheinlich auch ziehen, hä? Ja. Hat sich da jetzt gerade was getan? Nee, ne? Da kann man nichts ziehen. Das ist ein Schalterrätsel, ja. Und das macht man jetzt entweder so, dass man den Text liest und es halt so macht, wie es drin steht. Ah ne, das passt doch. Den lassen wir da. Lara, lassen stehen. Meine Fresse. Alter, was macht ihr denn? Ich drück doch gar nichts. Hörst du mal auf damit? Danke. Das hätten wir uns jetzt echt sparen können. Die Blockschieberei. Jetzt macht es nur einmal, oder wie? Die Frau macht mich schon wieder wahnsinnig. Nee, das ist wahrscheinlich ein Schalterrätsel, wie man diese Türen und Luken öffnet. Und ja, da probieren wir uns jetzt einfach mal ein bisschen aus, so random würde ich sagen. Weil alles andere werde ich eh nicht verstehen. Machen wir den mal hoch. Und was weiß ich mal, den. Wir kennen doch diese Schalterrätsel. Man muss einfach so lange probieren, bis es passt. Da passiert nichts. Dann drehen wir die zweimal rum. Man dürfte es ja auch hören, wenn sich mal was tut. Ja. Wir haben eine offen. Aber wir sind beide offen. Gut, dann haben wir es doch geschafft. Perfekt. Yep. Sind durchs Geländer gesprungen, aber Hauptsache geht. Hier muss was eingesetzt werden. Das sind normalerweise diese Poseidons, wo man da diesen Dreizack einsetzen muss. Das wird hier dann was anderes sein. Hier haben wir wieder eine Tür. Gott, hoffentlich müssen wir dieses Schalterrätsel jetzt nicht ständig machen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Hebel. Der öffnet die Tür. Ist ja schon mal ganz nett. Also diese Geräusche, die machen mich gerade ein bisschen nervös. Nicht schön. Gut, dann gehen wir mal dahin, wo wir es für geöffnet haben. Und sind wieder draußen, ohne diese komischen, kranken Geräusche. Da kann man bestimmt dann auch irgendwann rüber. Jetzt machen wir aber erstmal das auf. Und haben den Schlüssel. Was wollen wir denn mehr? Und der kommt da rein. Es ist doch perfekt. Sehr gut. Spider. Spiders. Drei Stück von denen. Igitt. Pfui, pfui, pfui. Von hier kommen wir da nicht rüber. Okay, dann setzen wir mal den Schlüssel da unten ein. Mal gucken, was passiert. Vielleicht geht dann das Luke auch auf. Wir werden es sehen. Yep. Dann gehen wir da mal rein. Jetzt kommt wieder das coole Wassergeräusch. Und hier kann man jetzt... Oh gut, hier kann Lara eh stehen. Also es wäre im normalen Spielen auch gegangen, aber wenn sie schwimmt, kann sie dann wohl aus der Schwimmposition an Leitung klettern. Das ist richtig cool. Und wichtig zu wissen. Oh oh. Also das ist ja mal sowas von Indiana Jones hier. Ich habe das auch wirklich Indiana Jones nachempfunden. Deswegen kam auch gerade diese Musik.
Ja, das ist diese bekannte Indiana Jones Stelle. Will ich jetzt mal behaupten. Nur, dass da diese Spieße nicht aus der Wand geschossen kommen. Noch nicht. Diese Banner, die da hängen, das erinnert mich so ein bisschen an Marco Bartoli. Die hatten auch diese roten Banner da hängen. Im Opernhaus. Interessanter Ort. Das war bestimmt auch mal irgendeine Kapelle oder sowas. Irgendwie echt mystisch. Und diese Geräusche machen es nicht besser. Es ist einfach nur gruselig dadurch. Also in diesen Spielen muss ich wirklich mal sagen, bei Fading Light merkt man durchaus, was Geräusche ausmachen in der Stimmung bei solchen Spielen. Also das fällt mir bei dem Spiel extrem auf. Da drin sind solche... sind das Dämonen mit Schwertern? Sehr ekelhaft. Aber hier kann man hoch. Und ich glaube, das ist ein neuer Move, der gemeint ist, dass Lara nämlich hier so hoch springen kann. Ich müsste nur wissen, wie kann man oben das Gitter von hier unten einschießen. Geht das von hier? Oder von wo musste man das tun? Gott, diese Geräusche, ey. Das geht nicht, wir haben ja auch kein Laserzielgerät. Aber da kann man vielleicht von der Leiter aus dran springen. Von hier aus dran springen. Also das geht zwar nicht, aber dass man den da macht, genau. Das ist so ein neuer Move, aber den kennen wir schon aus Tomb Raider Hogwarts Ruins. Das könnte gehen. Da müssen wir nur noch mal ein Stückchen weiter hoch, vielleicht. Yep. Das meinte ich in der ersten Folge, mich nicht zu starres Tomb Raider denken, weil sie hier andere Sachen kann. Und jetzt kommen wir da rein. Gut. Jump. Diary updated. Dann machen wir das jetzt immer so, wie gesagt, dass wir hier die Diary machen. New Moves hatten wir schon. Texas hatten wir schon, jetzt hier Skulls. These creepy skulls are dangerous. They seem to draw any living person zwischen ihnen. Okay, also wir müssen nach diesen creepy Totenschädeln gucken. Da sieht man dann irgendwelche lebenden Personen zwischen ihnen oder so. Ja, achten wir mal drauf. Was passiert hier? Ja, wir müssen diese Schalter drücken und die ausschalten damit. Weil die uns irgendwie so ansaugen. Das ist voll interessant. Und jetzt müsste das Ganze ausgehen. Fluch gebrochen? Nein, noch nicht. Da ist Wasser. Und die Tür haben wir aufgemacht. Aber ich will jetzt mal gerne ins Wasser schauen. Was hier ist. Gar nichts, oder? Hier ist nochmal kurz safe, aber... Da ist nichts. Wir laufen jetzt nochmal durch, ob wir irgendwas verpasst haben. Von da kamen wir her. Oh, das klingt total widerlich. Ekelhaft. Da will ich rein. Knopf drücken.
Okay. Und dann muss er ihn zweimal drücken. Nee, lieber nicht. Und was haben wir hier jetzt? Nix. Also hier rein. Ach, ein Medipack noch. Gut, aha. Hätten wir das auch. Soweit. Soweit, so gut. Und dann gehen wir da wieder raus, weil das ist echt ekelhaft gewesen. Von den Geräuschen her. Und ich schaue auf die Zeit. Die Zeit verrennt bei diesem spannenden Spiel. Mega geil, echt. Und kann es kaum erwarten, hier weiterzuspielen. Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Bis dann, ciao.